Erfolgreiche Lehre ist für mich, sich die Zeit zu nehmen, jedem Studierenden zu ermöglichen, das bestmögliche Lernergebnis zu erzielen. Was Professor Schlegel teilweise besser macht als andere Dozenten, ist, dass er halt wirklich für jeden Einzelnen sich Zeit nimmt. Also wenn man ihm eine E-Mail schreibt, dann bekommt man schnell eine Antwort. Oder wenn man ihn anspricht, dann kann er sich immer mal 10 Minuten oder auch mehr Zeit nehmen, um halt alle Fragen, die man so hat, zu beantworten. From him, I especially like that when we would give a paper, hand in a paper, he would really give you very detailed feedback on that paper, meaning that he would really see and carefully read through everything you've been reading. Besonders gut an seinen Veranstaltungen hat mir gefallen, dass er alternative Lehrkonzepte benutzt hat oder auch alternative Prüfungsformen. Bei Professor Schlegel ist uns bei den Nominierungen insbesondere aufgefallen, dass die vielen internationalen Studierenden, die ja auch einen großen Schwerpunkt hier an der Uni bilden, dass die gesagt haben, wie viel Einsatz er gezeigt hat. Meine Lehre ist mir wichtig, mir insbesondere Zeit zu nehmen für die Studierenden. Das heißt, soweit es geht in den Vorlesungen und Tutorien, aber insbesondere auch in den Seminaren und Scientific Projects, einfach sich die Zeit zu nehmen, auf die Studierenden einzugehen. Professor Dr. Schlegel ist sehr nahbar für die Studierenden. Also er ist immer da für Fragen. Er unterstützt uns bei jeglichen Sachen. Er gibt uns die Antworten aber nicht vor, sondern hilft uns, zu der Lösung selbst zu kommen, sodass wir auch wirklich das Gefühl haben, dass wir das schaffen und dass es uns nicht einfach vorgelegt wird. Ich finde, Herr Professor Schlegel ist sehr studierendenfreundlich und sehr nah an den Studierenden. Und das gefällt mir richtig gut, da er sich auch wirklich für die Studierenden interessiert. Und es ist deshalb für mich eine unheimliche Anerkennung, dass die Studierenden das erkennen, dass man sich einfach die Zeit nimmt in den Vorlesungen und Seminaren und bei den Abschlussarbeiten. Also besonders gut hat mir gefallen, dass man wirklich merkt, dass er das mit Leidenschaft vermittelt und dass er wirklich Herzblut in seine Vorlesung steckt und das nicht einfach nur so runterrattert, weil es halt sein Job ist. I really like his lecture of cross-cultural management because the lecture is well prepared. Mich motiviert insbesondere die Begleitung der Entwicklung der Studierenden, sowohl während des Semesters als auch über ihr Studium hinweg. I nominated him because you can really tell that he is a professor who cares about his students' learning and the learning process. I nominate Professor Schlegel because he takes students' feedback seriously and he improved the lecture in the next semester. Also ich habe ihn nominiert, weil er hat super, super viel Wissen, aber trotzdem ist er super nahbar und ja, versucht den Studenten das Wissen gut zu vermitteln, sodass man es auch versteht, wenn man kein Professor ist. Und es ist Motivation auch für mich, auch weiterhin an sehr guter Lehre zu arbeiten, weil ich weiß auch selbst, dass aus vielen Veranstaltungen gehe ich heraus und habe das Gefühl, das hättest du heute vielleicht halt auch besser machen können. Ich wünsche ihm, dass er weiterhin so intensiv und individuell mit den internationalen Studierenden zusammenarbeitet und sie weiterhin so fördert, um auch Magdeburg weiterhin attraktiv zu halten als Studienstandort auch für internationale Studiengänge.